Ja, Luki, herzlichen Glückwunsch zum ersten Mal bei einem ATP-Turnier gepunktet. Wie war's denn? Ja, war eine schwierige Partie natürlich. War ja schon Satz und Break hinten und finde spielerisch was von beiden jetzt nicht das, was wir spielen könnten. Aber es war ein guter Fight und es war natürlich mega Atmosphäre in der Halle und das hat sich schon sehr gut angefühlt. Ja. Du wirst den Ricardo natürlich, den Rico, ziemlich gut kennen, nehme ich an. Macht es ein bisschen schwerer, gegen so jemanden zu spielen dann? Ja, schwerer. Ich meine, ich habe in der Türkei schon gespielt, habe ein Finale gegen ihn, da habe ich verloren. Von dem her, ja, es ist schwer auf der einen Seite, weil man es halt gut kennen, weil wir auch spielerisch uns natürlich kennen. Aber das muss man einfach halt ausblenden, probieren und einfach das Beste daraus machen, so einer Partie. Hm. Du hast auf jeden Fall sicher gewusst, dass du eine gute Chance da hast, oder? Ja, gute Chance. Ich meine, der Rico steht auch 220, ist schon ein guter Spieler. Absolut. Natürlich für eine 500er Quali. Dafür meine ich, muss man es nehmen muss wahrscheinlich. Muss man dann den Rico wohl oder übel halt nehmen. Hm. Aber nichtsdestotrotz ist der Rico ein guter Spieler, den man erschlagen muss. Und von dem her kann ich schon zufrieden sein auch. Absolut, definitiv sogar. Ist, glaube ich, müsste dein bisher bester Sieg, glaube ich, auch sein, oder? Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall, für mich persönlich ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger und persönlich wirklich in der Halle da sehr guter Sieg und wenn nicht sogar der beste bis jetzt. Ja. Keine leichte Aufgabe wartet auch in der zweiten Runde. Ich nehme mal an, du wirst dich du hast selber sicher auch zugeschaut und wirst dich beim Lenny ein bisschen erkundigen können auch. Ja, ich habe schon gespielt, Meisterschaft heuer in Deutschland Doppel gegen ihn. Mhm. Von dem her weiß ich schon ein bisschen, was mich erwartet. Zuschauer natürlich auch, in Lenny werde ich auch noch fragen. Ist natürlich unangenehmer Linkshänder auch. Spielt sehr solide, hat schon viel Erfahrung. Von dem her muss ich wirklich sehr gut spielen und dann schauen wir einfach, was morgen rauskommt. Und du könntest zum Nadal-Bezwinger werden, ne? Ja, das denke ich nicht. Das wäre dann schön nachhinein, aber in erster Linie gilt es einmal, ihn zu schlagen und dann können wir weiterreden, wenn er Schaller geschlagen hat. Mhm. Deine Entwicklung heuer war ja äußerst beachtlich. Du hast das Jahr begonnen als Nummer 2024 der Welt und stehst mit diesem Sieg erstmals unter den Top 500 dann. Ich glaube, da kann man zufrieden sein wahrscheinlich. Ja, kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Vor allem, wenn man der Umstieg von Junior sofern nicht so gelungen ist, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Von dem her ist jetzt im Kopf auch viel weitergegangen und das passt schon so. Ich habe halt 4 Finale verloren bei den Futures, da hätte ich gerne eins gewonnen auch, aber bin schon mit der Situation jetzt zufrieden, wenn ich mich einfach weiter so verbessere. Und im Doppel gibt es ja kaum ein Turnier, das du nicht gewonnen hast. Ja, jetzt leider wieder eins in der Türkei, aber auf Future habe ich schon sehr gute Erfolge gehabt heuer. Da habe ich mir auch gute Partner gehabt, das muss ich mal auch dazu sagen. Aber ja, Doppel ist noch nicht mein Hauptaugenmerk, sagen wir so. Wo soll es denn da im nächsten Jahr hingehen? Im nächsten Jahr geht es einmal für mich persönlich hoffentlich auf die Challenger Tour. Und dann kann man das mit dem Doppel natürlich auch gut abmixen. Jetzt bin ich da, jetzt muss ich halt das Einzelranking so verbessern, dass ich dort drinnen bin, damit ich nicht immer Quali spielen muss. Und dann im Doppel bin ich eh meistens schon drinnen und dass ich da halt einfach immer weiter mich verbessere. Alles klar, dafür wünschen wir dir natürlich viel Glück. Danke. Danke.